Ey, ey! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Ey, ey! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Ey, ey! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Woo! Ey, ey! O, D, S! Ey, ey! Ah, Los, Oakdale! Bereit? Und gib mir ein C. C. Gib mir ein A. A. Gib mir ein S. S. Ich kann das nicht. Es ist wie jede andere Routine. Es tötet einfach meine Seele. Bei mir auch. Also, was sollen wir tun? Unser Wettbewerb ist in einer Woche. Nun, hat jemand irgendwelche Ideen? Ich meine, du bist der neue Captain Taylor. Du solltest die Ideen haben. Ich habe etwas. Oh ja? Schieß den Ball! Schieß den Ball! Ey, ey! Schieß den Ball! Ey, ey! Schieß den Ball! Ich liebe es. Deine erste Woche hier und du führst schon die Mannschaft an. Vielleicht solltest du Captain werden. Ernsthaft? Wusstest du, dass Taylor von Oakdale zu unserer Schule gewechselt ist? Eine öffentliche Schule für sozial Benachteiligte? Das wusste ich nicht. Also, wird Oakdale auch im Wettbewerb sein? Ja. Sie qualifizieren sich normalerweise nicht, aber dieses Jahr haben sie dieses neue Mädchen Keisha als ihr Captain. Ich habe gehört, dass sie dieses Jahr eine super Choreografie haben. Ganz genau deshalb brauchen wir ja einen neuen Captain. Damit wir nicht gegen sie verlieren. Denk mal drüber nach. Okay? Wir sollten alle mal gemeinsam ausgehen. Wirklich? Ja, sicher. Ich werde jetzt etwas zu essen holen. Wollt ihr Mädels mitkommen? Ich kann heute nicht. Aber wie wäre es mit diesem Wochenende? Wir schicken dir eine Nachricht. Hm. Das klingt gut. Ich freue mich. Roxy als Captain. Hey, feuerst du Castlemont an? Oh, ja, ich wechselte dorthin und schloss mich dem Team an. Meine Mutter und ich sind von Burbank hierher gezogen. Nicht wahr? Unser alter Captain Taylor ist auch dorthin gezogen. Ja, sie ist wirklich süß, aber jetzt haben wir einen neuen Captain, unsere Keisha. Ja, und sie hat gerade unsere Routine choreografiert. Der helle Wahnsinn. Ja, nun, wir müssen den Wettbewerb gewinnen. Mein Gott, wir brauchen das Geld. Du wirst es schon sehen, nächste Woche. Ja, ich kann es nicht erwarten. Bist du etwa allein hier? Du kannst dich zu uns setzen, wenn du willst. Nein, meine Freunde sind eben gegangen. Ich warte auf die Rechnung. Oh, okay. Also, war schön, dich zu treffen. Roxy. Ah, okay, Roxy. Bis bald. Sorry, ich habe ein paar Dollar zu wenig. Hier für Sie. Oh mein Gott, danke. Das war wirklich nett von dir, das zu tun. Ich meine, du hast ja selber nicht viel Geld. Oh, Entschuldigung, kann ich das zum Mitnehmen haben, bitte? Wenn es in Ordnung ist, warte ich draußen drauf. Sicher. Hey, Mom. Schwerer Tag? Es war ein wenig stressig. Aber ich will von deinem hören. Wie war die Cheerleader-Probe? Es war toll. Ich habe ihnen geholfen mit einer neuen Routine. Und sie lieben es. Oh, und weißt du was? Ich habe auch Freunde gefunden. Fühlt sich gut an, irgendwo hinzugehören. Schatz, das ist wunderbar. Ich war besorgt über deinen Wechsel zu der neuen Schule. Vor allem, weil es eine Privatschule ist. Ich bin so glücklich, dass du neue Freunde hast. Ich weiß, dass es schwierig für dich war bei Brookside. Und, wie war es bei dir? Wie ist der neue Job? Es war schwierig. Einer der Manager hat gewissermaßen meine Arbeit als seine ausgegeben. Es ist so entmutigend, wenn man alles gibt für etwas und er versucht wahrscheinlich befördert zu werden. Ich könnte das niemals. Ehrlichkeit ist wichtiger als zu gewinnen, nicht wahr? Mhm. Tut mir leid, dass du das erlebst. Na gut, ich gehe dann mal duschen. Ich liebe dich, Mom.
Ich dich auch. Schieß den Ball! Schieß den Ball! Ey! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Ey! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Los, Castlemond! Oh, hey, Roxy. Wir haben den Tanz geübt, den du uns gestern gezeigt hast. Ja, deswegen, ich muss euch etwas sagen, Leute. Ich wollte dir eigentlich auch was sagen. Willst du zuerst, oder? Du kannst. Okay, also, da du allein und so schnell auf die Idee gekommen bist mit der neuen Choreografie, haben wir gemeinsam entschieden, dass du unser neuer Captain sein solltest. Captain? Ich glaube, du verstehst nicht. Ich gib war... mir ein R! R! Gib mir ein O! O! Gib mir ein X! X! Gib mir ein Y! Y! Los, Roxy! Woo! Los, Roxy! Ich bin so müde vom Shoppen. Ich wünschte, jemand würde alle unsere Tüten tragen. Genau. Ich bekomme Krämpfe. Nicht gut, wenn ich an unseren Wettkampf dieses Wochenende denke. Dann glaube ich, es wird fantastisch. Vor allem, weil wir einen neuen Captain haben. Die 10.000 sind uns sicher. Wir sollten alles ausgeben beim Shoppen. Da gibt's einen neuen Chanel-Gürtel. Den muss ich haben. Oh, ich zeige euch die neue Dior-Tasche, die ich kaufen werde. Hey, habt ihr vielleicht etwas Kleingeld für mich? Mir fehlt ein bisschen. Du stinkst. Geh weg von uns. Ja, geh, such dir einen Job. Unglaublich. Wie auch immer, hier ist sie. Schick, oder? Was für eine unglaubliche Leistung von Bookside. Als nächstes sehen wir Castlemont. Okay, Leute, los geht's. Also los. Roxy, ich weiß, dass ich das wahrscheinlich nicht sagen sollte, da wir konkurrieren, aber viel Glück. Das ist so süß. Danke, Keisha. Aber klar doch. Sprich doch nicht mit der. Komm schon. Schieß den Ball. Schieß den Ball. Ey. Schieß den Ball. Schieß den Ball. Schieß den Ball. Schieß den Ball. Ey. Schieß den Ball. Schieß den Ball. Woo! Los geht's! Das war super gut. Die Leute haben es geliebt. Ja, tolle Arbeit, die Idee mit der Routine, Roxy. Also das warst du. Wovon redest du? Sie hat unsere gesamte Choreografie gestohlen. Das war unsere Routine. Roxy? Ist das wahr? Sie würde niemals. Castlemont hat es nicht nötig, von Oakdale zu stehlen. Wir haben tatsächlich genau die gleiche Choreografie. Na, dann sprich doch mit eurem Captain. Okay? Oakdale. Alle warten. Schnell, oder ihr verliert euren Platz. Sie sind bloß neidisch auf uns. Roxy, sei ehrlich. Hast du die Choreografie von ihnen gestohlen? Es war nur... Jeder kriegt irgendwo seine Ideen her. Wen kümmert schon die Oakdale Cheerleaders? Genau. Kommt, lass uns zuschauen, wie sie versagen. Schieß den Ball! Schieß den Ball! Ey! Schieß den Ball! Schieß den Ball! Woo! Schieß den Ball! Schieß den Ball. Ey, schieß den Ball. Schieß den Ball. Woo, schieß den Ball. Schieß den Ball. Ey, schieß den Ball. Schieß den Ball. Woo. Ey. Es. Ey. Los geht's, Oakdale. Roxy, hey, warte. Das war interessant. Es war fast wie ein Déjà-vu. Alle, Applaus für Oakdale. Hast du das andere Team gesehen? Die haben eure ganze Choreografie kopiert. Da
Das ist so frustrierend. Genau wie mein Manager. Ich meine, wenn jemand anderes sich die Anerkennung für deine Arbeit stiehlt. Ah. Nun, glücklicherweise wart ihr zuerst dran. Und Oakdale hat hoffentlich eine Lektion gelernt. So. Lass uns wieder reingehen. Sie werden gleich den Gewinner bekannt geben. Eigentlich will ich lieber nach Hause gehen. Wenn das in Ordnung ist. Du willst nicht bleiben und auf die Ergebnisse warten? Okay. Wo ist deine Tasche? Mist, ich habe es in der Garderobe gelassen. Das war so peinlich. Also hast du diese Routine nicht gestohlen? Hast du? Nein. Ihr Mädels kennt mich. Würde ich nie machen. Ich glaube dir. Es tut einfach so weh, dass es sonst niemand tut. Nur weil Castlemont diese renommierte Privatschule ist und wir eine Schule mit niedrigem Einkommen sind, heißt das nicht, dass sie im Recht sind und wir nicht. So funktioniert das leider in dieser Welt. Jeder glaubt denen, die einen höheren Status haben. Das Schlimmste ist, ich brauchte dieses Geld, um meiner Mutter bei der Miete zu helfen. Wir sind 2 Monate im Rückstand. Ich habe ihr versprochen, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Und jetzt, ich weiß nicht, was wir tun werden. Ja, ich brauchte das Geld für die Ratenzahlung für Dads Auto. Das Auto wird ihm weggenommen. Und er muss zur Arbeit gehen. Uns sind diesen Monat die Essensmarken ausgegangen. Und ich habe mich wirklich auf dieses Geld verlassen. Okay, die Preisrichter haben entschieden. Und der Gewinner ist Castlemont! Los geht's, Mädels. Ja, wir haben gewonnen! Moment! Ich muss ein Geständnis ablegen. Ich habe die Choreografie von Oakdale kopiert. Hast du? Warum sagst du das erst jetzt? Naja, ich habe eingesehen, dass Ehrlichkeit wichtiger ist als zu gewinnen. Ich hoffe, ich habe dich nicht enttäuscht, Mom. Wie bitte, machst du Witze? Ich bin so stolz auf dich. Es ist nie zu spät, etwas richtig zu stellen. Oh, ich muss das annehmen. Es ist das Büro. Hallo? Roxy? Hör zu, Keisha. Es tut mir so leid, was ich getan habe. Ich weiß, du hasst mich jetzt und... Ich hasse dich nicht. Was du da oben gemacht hast, erfordert Mut. Wage es bloß nicht, dich je wieder beim Training sehen zu lassen. Ja. Das war das letzte Mal, dass wir zusammen waren. Ja, ich denke, die da hassen mich jetzt wohl. Wenn du mich fragst, gut, dass du sie los bist. Das sind sowieso keine netten Mädels. Vielleicht können wir uns ja mal treffen. Das wäre sehr schön. Okay. Cool. Ich sehe dich später. Bye. Mom, hast du gesehen? Wir haben gewonnen. Wir können jetzt die Miete zahlen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß! Wir können feiern. Das war der Vorstandsvorsitzende. Sie haben herausgefunden, dass der Manager meine Arbeit gestohlen hat. Und sie haben ihn gefeuert. Und jetzt wollen sie, dass ich der Manager werde. Was? Wow, das ist super. Okay, Mom, glaubst du, ich könnte vielleicht die Schule wechseln? Wieder? Bitte? Schatz, wie viele Schulen willst du? Warte, ich mache nein, das, Mom, ich mache das nicht ich verspreche, wieder. Es ist nein, die letzte. Wir machen das bitte, nicht wieder. Bitte. Bist du aufgeregt, dein kleines Mädchen nach fast 10 Jahren wiederzusehen? Wenn sie mich überhaupt sehen will. Hey, Nia. Ja? Du hast wieder einen Brief von deiner Mom bekommen. Willst du ihn sehen? Was denkst du? Okay. Mhm.
Imani Anderson, du kannst gehen. Bist du bereit? Schön, dich zu sehen, Schatz. Ja. Hast du Hunger? Sollen wir uns was zu essen holen? Ich habe etwas anderes geplant. Oh, was hast du denn vor? Das habe ich mir schon gedacht. Hast du mit ihr gesprochen? Sie will auch nicht mit mir sprechen. Wir werden sehen, wie es weitergeht, ja? Dankeschön. Oh. Hi. Du musst Fiona sein. Ich bin Nias leibliche Mom, Imani. Was machst du hier? Ich wurde entlassen. Aus dem Knast? Ja. Ich habe mich gefragt, ob Nia hier ist. Ich habe gehofft, mit ihr zu sprechen. Sie will dich nicht sehen. Nein, 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 bitte. Ich will nur mein kleines Mädchen sehen. Ich muss. Ich will keine Probleme machen. Ich habe nur schon so lange nicht mehr mit dir gesprochen. Bitte, nur 5 Minuten. Bitte. Warte hier. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich das mit deinem Haar machen. Nein. Nia, Schatz. Dich will jemand sehen. Es ist deine Mom. Sag ihr, sie soll gehen. Ich will sie nicht sehen. Das habe ich ihr auch gesagt, aber sie wollte nicht zuhören. Ich werde es ihr nochmal sagen. Geht's dir gut? Nein. Nia, ich finde, du solltest mit ihr reden. Du machst Witze, oder? Nach all dem, was sie mir angetan hat, warum sollte ich sie sehen wollen, Carly? Sie könnte von mir aus tot sein. Nia. Ich habe es dir gesagt. Sie will dich nicht sehen. Bitte. Wenn ich es ihr nur sagen könnte. Nein. Nein. Nein, ich will ihr nur sagen. Nur. Kann mir jemand sagen, was ihr denkt, worum es in diesem Buch geht? Was ist mit dir, Sam? Ich glaube, es geht darum, an der Hoffnung festzuhalten. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Ja. Klar, es ist so, wie wenn Daisy Leo anruft. Ich meine, Gatsby, kurz bevor er stirbt. Er lässt es so aussehen, als würden sie sich wiedersehen. Das kommt im Buch nicht vor. Das kommt in dem Film vor. Hat jemand eine Idee, worum es im Buch Der große Gatsby geht? Was denkst du, Carly? Naja, für mich... Ich glaube, in dem Buch geht es um Vergebung und des Loslassens. Das ist eigentlich sehr... Carly liegt falsch. In dem Buch geht es um Verrat und Verlassensein. Wenn Gatsby gelernt hätte, Daisy zu verzeihen und weiterzumachen, ohne die Last aufzunehmen, dann warum hätte... Warum sollte er das tun? Daisy ist ein schrecklicher Mensch. Sie verdient es nicht, dass man ihr vergibt. Ich meine, was für ein Mensch verlässt jemanden und stellt sein Leben auf den Kopf? Oh,
Okay, lasst uns nächste Woche damit weitermachen. Habt ein schönes Wochenende. Nia. Nia. Nia, warte. Was? Schau, ich hab's verstanden. Du machst deine Menge durch. Aber ich hab das Gefühl, wenn du einfach mit ihr reden würdest... Ich mach das nicht, okay? Sie war 10 Jahre für mich nicht da. Sie ist mir egal. Nia. Wenn es dich nicht interessieren würde. Ich glaube nicht, dass es dich stören würde, so viel darüber zu reden, Nia. Offensichtlich beeinflusst es dich. Du musst es tun. Du musst es tun. Tu es einfach. Du musst dir verzeihen. Und einfach alles vergessen, was sie mir in der Vergangenheit angetan hat? Nein, danke. Nein, Nia, das sag ich nicht. Vergebung kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber was sie ändern kann, ist die Zukunft. Ich will sie nicht in meiner Zukunft haben. Du weißt nicht, was sie mir angetan hat, Carly. Meine Mom ist kein guter Mensch. Weißt du... Ich kann mich daran erinnern, dass sie angehalten wurde. Sie wurde verhaftet, weil sie Drogen im Auto hatte. Was für ein Mensch würde so etwas tun? Und das mit einer 5-Jährigen auf dem Rücksitz. Nachdem sie im Gefängnis war, war ich ganz allein mit meinem drogenabhängigen Dad. Und weißt du, was er getan hat? Er hat deine Überdosis genommen. Stell dir vor, du siehst das mit 5 Jahren. Ich bin von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gewechselt. Ich habe die Hälfte meiner Kindheit damit verbracht, mich zu fragen, warum ich nicht gut genug war, damit mich jemand behält. Und weißt du, wer schuld daran war? Meine Mom. Wenn sie keine Drogen verkaufen würde und wenn sie kein schlechter Mensch wäre, wäre das nie passiert. Du kannst nicht einfach hier so stehen und sagen, dass ich ihr verzeihen soll. Du verstehst es nicht, Carly, weil du hast sowas nicht durchgemacht, aber ich schon. Nia, es tut mir so leid. Du musst überhaupt nicht mit deiner Mom reden. Du kannst machen, was du willst, okay? Nia, hör zu, sie will wirklich mit dir reden, okay? Gib ihr nur 5 Minuten. Warum will mich jeder dazu bringen, dass ich mit dir rede? Ich will sie nicht sehen, Punkt. Nia, bitte, gib mir einfach eine Chance. Nein. Du hast meine Kindheit komplett ruiniert. Ich werde dir nie verzeihen, was du getan hast. Okay, hast du meinen letzten Brief gelesen? Ich habe alles erklärt. Ich will deine Erklärungen und Entschuldigungen nicht hören. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Schätzchen, bitte. Ich wollte nur... Hör auf, dich in mein Leben einzumischen. Das wird nie passieren. Nia, bitte. Nia, warte. Liebe Nia, nach all den Jahren habe ich mich damit abgefunden, dass du mir nicht zurückschreiben wirst. Und so sehr ich das auch bedauere, wollte ich nicht, dass du schlecht über deinen Dad denkst. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst, über alles. Wie du weißt, habe ich deinen Dad kennengelernt, als ich jung war. Er war älter als ich und nicht gerade der beste Mann. Aber ich war zu jung und zu dämlich, um es zu sehen. Als ich anfing, mich mit ihm zu treffen, bemerkte ich, dass er immer gestohlen hat. Ich habe versucht, ihn davon abzuhalten, aber er hat diese Art, mich davon zu überzeugen, dass es okay ist.
Mit der Zeit wurde mir klar, dass er kein guter Umgang für mich war. Er tat schlechte Dinge. Aber als ich es herausfand, hatte ich das Gefühl, dass es für mich zu spät war, um zu gehen. Weil du schon geboren warst. Es wurde auch nicht viel besser, als du älter wurdest. Die meiste Zeit waren wir allein. Ich wusste nie, wo er war. Aber ich habe versucht, immer stark für dich zu sein. Und habe dir versprochen, dass wir es schaffen werden, zusammen. Ich habe nicht gewusst, dass sich bald alles ändern würde. Dein Dad wollte uns nach Hause fahren. Die Polizisten haben ihn ausweichen sehen und als sie anhielten, überzeugte er mich, mich auf den Fahrersitz zu setzen, weil er getrunken hatte. Weil ich auf dem Fahrersitz war, musste ich für alles gerade stehen, obwohl ich völlig unschuldig war. Ich hatte keine Ahnung, dass Drogen im Auto waren. Aber was mich am meisten verletzt hat, war, dass ich dir weggenommen wurde. Mein Herz fühlte sich an, als würde es zerbrechen in Millionen Stücke. Du siehst also, Nia. Du bist und bleibst der wichtigste Teil meines Lebens. Ich kann nicht glauben, dass ich alles verpasst habe. Die letzten 10 Jahre, in denen ich dich nicht aufwachsen sah. Zu dem Menschen, der du heute bist. Aber ich schwöre dir, dass ich nie aufhören werde zu versuchen, es bei dir wieder gut zu machen. Ich komme bald raus. Und ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass du mir verzeihen kannst. Denn ich bin mir nicht sicher, wie ich mir jemals verzeihen soll. Ich liebe dich mehr als alles andere. Ich hoffe, dich bald zu sehen. Liebe, Küsse, Umarmungen. Mom. Letzte Woche hatten wir also eine sehr interessante Diskussion über den großen Gatsby. Nia hat erzählt, wie Daisy keine Vergebung brauchte und dass... Eigentlich, Mrs. Meads. Ich glaube, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich fühle mich wie... Ich habe mein kleines Mädchen für immer verloren. Sie hasst mich. Ich hasse dich nicht. Ich habe endlich all deine Briefe gelesen. Und ich vergebe dir, Mom. Vielleicht können wir die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können die Zukunft ändern. Oh, verrückt! Bruder, das sind Tiffany und Michelle. Ich weiß. Ich spreche mal. Nein, nein, bleib cool. Hey, hey Mädels. Wollt ihr Mädchen nette mit Brille, mir? Streber? Nein, danke. Tschüss. Keine Mädchen wollen mit mir reden. Alle denken, wir sind Nerds. Es ist okay, ein Streber zu sein. Wir haben gerade ein Stipendium für die beste Uni des Landes bekommen. Guck mal, da. Da sind Mike und Matteo. Die sind die beliebtesten Jungs in der Schule. Wen interessiert's? Ich würde alles tun, so cool zu sein. Hey, könntest du uns ein paar Bier bringen? Ja, du. Ich? Paar Bier. Ja, ja, kein Problem. Hier, und bitte ihr? Sehr. Wo ist denn euer Bier? Oh, warte, trinken Streber nicht? Wir sind nicht alt genug, also... Ich wollte gerade eins holen. Ja. Hey, was machst du? Lass dich nicht von anderen zum Trinken zwingen. Die denken, ich bin ein Nerd. Und? Das ist meine einzige Chance, cool zu sein. Es spielt keine Rolle, was sie denken. Meine Mutter sagt immer, dass die Streber von gestern die erfolgreichen Erwachsenen von morgen werden. Deine Mutter sagt? Ja. Du klingst so wie ein Trottel, Niklas. Ach, lass machen, Bruder. Ja. Yeah. Yeah. Prost. Prost.
glaube, du solltest nicht mehr trinken. Hat einer von euch ein Feuerzeug? Ja, ich hab's. Hier, kannst du haben. Okay. Sorry, wir rauchen nicht. Natürlich nicht. Warum fragen wir auch die Streber? Hey, Kevin, Prost, Mann, was geht? Er ist voll. Ich weiß. Hey, Kev, willst du einen Zug? Ja. Nein, du willst nicht. Mein Mann. Oh, alter Schwede. Okay, genug von dem schwachen Zeug. Jemand Lust auf eine richtige Party? Ja. Yeah. Lass uns feiern. Eine für dich, eine für dich. Nee. Eine für dich. Oh, halt. Bist du dabei? Er ist ein Spießer. Er nimmt keine. Nee, er ist cool. Pass auf. Komm schon, nimm sie. Ja, bleib cool. Mach es nicht, Kevin. Komm schon. Ja. Warte, könnt ihr uns mal in Ruhe lassen? Okay. Nerd. Streber. Was? Was auf Erden denkst du? Hör auf, dich von diesen Typen beeinflussen zu lassen. Das ist meine eine Chance. Endlich zuzukehren. Und du ruinierst es. Hör mal, rauchen ist nicht cool. Trinken ist nicht cool. Drogen sind nicht cool. In 10 Jahren werden sie es wünschen, dass sie so waren wie wir. Okay? Wart es ab. Hey, kommst du? Eine Sekunde. Komm schon, Alter. Ich dachte, du wärst cool. Wir warten auf dich. Ja, Kev. Kevin, bitte, hör einfach zu. Okay? Diese Leute sind schlechte Nachricht. Denk über unser Stipendium. Wir werden eigentlich zusammen studieren, Mann. Kevin. Tut mir leid, Mann. Ich muss gehen. Hey, ach, Güter. Alles klar, ich bin dabei. Niklas ist so enttäuscht, als er sieht, wie Kevin dem Gruppenzwang nachgibt. Er verlässt die Party. Kevin bleibt auf der Party und folgt dem Gruppenzwang. Alle sagen ihm, er sollte noch mehr trinken und sich zudröhnen. Es dauert nicht lange, bis die Polizei kommt. Kevin wird mit den Drogen erwischt und festgenommen. Als er im Gefängnis sitzt, bekommt er einen Brief von der Universität. Nach seiner Anklage wegen Drogenbesitz entzieht ihm die Uni Zulassung und Stipendium. Kevins Leben geht bergab, während Niklas' Leben bergauf geht. Am Ende besucht er die Uni und konzentriert sich auf seine Zukunft. Ein paar Jahre später macht Niklas seinen Abschluss mit Auszeichnung. Seine Eltern sind stolz. Niklas gründet sein eigenes Unternehmen und wird schließlich sehr erfolgreich. Und eines Tages trifft Niklas zufällig auf Kevin. Okay, ich schlag vor, wir chillen bei mir und hängen da. Wow, sieh dir die Karre an. Was für ein geiles Auto. Nelson? Nelson! Kevin? Hey, wir haben uns nicht gesehen seit... Warte, bist du nicht der Streber aus der Schule? Ach, ja, ich schätze... Oh mein Gott, und du fährst so ein Auto? Hä? Wie hast du sowas bekommen? Ja, nein, nach der Uni habe ich mich selbstständig gemacht. Also es läuft ziemlich gut. Und du, was hast du so gemacht? Nicht viel, wirklich. Immer noch in der gleichen Position wie vorher. Ja. Oh. Hey, sag mal, hast du Zeit? Ja, wir würden gerne eine Runde drehen. Hey, Babe. Hey, wie geht's? Gut. Okay, sorry, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Sollen wir? Ja, tschüss. Es war schön, euch wiederzusehen.
Ja, du auch. Wow. Er ist ja wohl der coolste Typ, den ich je gesehen habe. Ich glaube, es stimmt. Die Streber von heute sind die erfolgreichen Erwachsenen. Oh, hinter dir! Oh, sie haben mich, sie haben mich. Mach Auferstehung, mach Auferstehung. Brayden, was ist das? Im Schulbericht steht, du hast eine 4 in Mathe. Moment mal, was macht er hier? Oh, wir zocken nur ein bisschen. Hi, Mrs. Baker. Brayden, wir müssen uns mal unterhalten. Jetzt. Was denkst du dir eigentlich, ihn hierher zu bringen? Ich habe dir gesagt, du sollst dich mit diesen Kindern nicht abgeben. Das bedeutet nur Ärger. Was soll das denn heißen? Martin ist mein Freund. Das ist mir egal. Er hat einen schlechten Einfluss auf dich. Sieh dir mal an, wie sich deine Noten verschlechtert haben, seit du mit ihm rumhängst. Das ist nicht seine Schuld. Martin ist einer der schlauesten Schüler bei uns an der Schule. Weißt du, du solltest über niemanden urteilen, den du nicht kennst. Ja, klar. Vermutlich geht er nicht einmal zur Schule. Du weißt doch, wie die drauf sind. Das war heute das letzte Mal, dass du ihn getroffen hast. Hast du das verstanden? Und fast gewonnen. Echt der Wahnsinn. Hey, Mom, bekomme ich diesen Laptop zum Geburtstag? Der würde mir in der Schule echt helfen. Wir werden sehen. Das tat gut. Klar, greif zu, wenn du willst. Danke. Du hast wohl großen Hunger, hm? Oh, ja, ich, hab ich. Könnte ich noch Milch haben? Ja klar, hier, bedien dich ruhig. Danke. Hast du die Milch gerade leer gemacht? Aber die wollte ich noch trinken. Oh, tut mir leid. Ich kann sie zurückgießen, wenn sie wollen. Nein, dafür ist es zu spät. Geben dir deine Eltern überhaupt was zu essen? Mom, alles gut. Ich habe sie ihm angeboten. Ich arbeite mich nicht krumm und bucklig, Tag für Tag, um ein Kind zu ernähren, dessen Eltern vermutlich nicht einmal Arbeit haben und es sich nicht leisten können, ihn selbst zu ernähren. Mom! Das tut mir wahnsinnig leid. Ich sollte gehen. Ich schreibe Dad, er soll mich abholen. Hey Mann, kann ich noch schnell aufs Klo gehen? Ja. Oben bei mir im Zimmer ist eins. Alles klar, danke dir. Auf frischer Tat ertappt. Oh, es ist nicht das, wonach es aussieht. Du hast versucht, uns zu bestehlen, ist es nicht so? Nein, ich würde niemals... Verlasse mein Haus, und zwar sofort. Aber... Sofort! Und lass dich hier nie wieder blicken. Auf solche Freunde kann mein Sohn verzichten. Mom, was ist los? Ich habe nur deinen kleinen Freund beim Stehlen erwischt. Was? Das würde er niemals tun. Warte! Warte! Martin! Warte! Sag ihm die Wahrheit, Martin! Die Wahrheit soll ich sagen? Ich werde die Wahrheit sagen. Wissen Sie... Sie glauben, ich habe einen schlechten Einfluss und dass Kinder wie ich vermutlich nicht mal zur Schule gehen. Die Wahrheit ist, ich gehe zur Schule, jeden Tag und habe überall Bestnoten. Ich habe sogar versucht, mit Brayden zu lernen. Und sie glauben, dass meine Eltern mich vermutlich nicht mal ernähren können, weil sie arm sind
und nicht arbeiten. Doch die Wahrheit ist, mein Dad ist der Vizepräsident einer der größten Technologiefirmen der Welt. Ist das krass. Dein Dad fährt einen Tesla. Und sie glauben, ich war in Bradens Zimmer, um etwas zu stehlen. Aber die Wahrheit ist, ich war nur in Bradens Zimmer, um ihn zu überraschen. Damit. Du schenkst mir einen neuen Laptop. Wow, sogar der neue, den ich mir gewünscht habe. Vielen herzlichen Dank, Mann. Du bist echt der beste Freund aller Zeiten. Kein Problem. Ich wusste, du brauchst ihn für die Schule, also habe ich meinen Dad gebeten, ihn zu holen. Sie sehen also, ich bin nicht der Kriminelle, für den sie mich halten. Es tut mir so leid, wie ich dich behandelt habe. So entsetzlich leid. Brayden hatte recht. Ich hätte nie über dich urteilen dürfen, ohne dich zu kennen. Ich lag völlig falsch. Kannst du mir bitte verzeihen? Ist schon gut. Ehrlich gesagt, passiert mir das ständig. Ich bin es gewohnt. Du hast einen wunderbaren Einfluss auf Brayden. Und du bist bei uns jederzeit willkommen. Danke. Tja, ich musste mal los. Bis morgen in der Schule, Brayden. Bis dann, Martin. Danke nochmal.